Wir sind absolut in der Zeit geblieben. Ich bedanke mich hiermit erstmal bei den Rednern für den zweiten Teil. Aber ich hoffe, dass jetzt auch trotzdem, dass einige müde geworden sind. Was sind für Fragen da bei vielleicht den jetzt nicht so ganz erfolgreichen Prothesen? Was sind Sachen hinsichtlich der Wechselendoprothetik oder physiotherapeutische Fragen? Steht der Schlüter und Frau Lutschak auch zur Verfügung? Sind Fragen im Auditorium? Der Professor möchte eine Frage stellen. An die Techniker eine Frage. Wird denn überhaupt das Spiel unten übertragen jetzt, wenn wir runtergehen? Oder? Das war jetzt keine gute Frage. Ja? Okay, ja, danke. Ja, Also keine Panik, das Spiel wird übertragen und heute mit einem besseren Ergebnis für eine deutsche Mannschaft. Gut, was sind aber wirklich für Fragen? Hat jemand noch eine Frage? Ist auch ein bisschen schwieriger, weiß ich, weil man weiß, dass man da immer nach und nach erstmal Schritt für Schritt da durchgehen muss und man hofft ja im Endeffekt, dass man mit den beiden letzten Themen eigentlich nie konfrontiert ist, weder in der Praxis noch als Operateur. Ja, hier vorne gibt es eine Frage. Wie bitte? Wie läuft eine Reha ab nach der Operation? Na ja, Herr Schlüter, Reha? Reha direkt hier im Haus, also früh funktionell, ist in der ersten Woche ungefähr Ziel, dass man Flurebene, Treppe hoch, runter schafft, sich alleine versorgen kann, alleine aus dem Bett kommt und so weiter. Und dann geht's, kommt drauf an, da müssen wir gucken, wie der Patient zu Hause versorgt ist und so weiter. Gibt es eine stationäre Nachbehandlung? Ambulant ist es genauso gut möglich. Da gibt es diverseste Sachen, was man machen kann. Ziel ist es auf jeden Fall, den Patienten so weit wieder hinzubekommen, dass er seinen Alltag bestmöglich wieder gewährleisten kann. Weitere Fragen im Auditorium? Ja, ja, wegen dieser unklaren Knieschmerz natürlich, wenn keine Ursache gefunden wird, wenn kein Rotationsfehler ist und kein Infekt. Das ist immer wirklich ein Problem. Vielen Dank für den sehr schönen, guten Übersicht. Man sieht schon, dass wenn man wirklich Patienten Schmerzen haben und auch wenn Kniescheibe richtig da in die Rinne steht und eine Arthrose hat, sekundär, wenn ein Patellaersatz gemacht wird, in vielen Fällen wird der Schmerz besser, deutlich besser. Nur frage ich mich, warum eigentlich in der Regel in der Literatur nicht immer das empfohlen wird, dass primär bei nachweisbarer, zum Beispiel retropatellarer Arthrose auch gleich die Patella zu ersetzen. Dann erspart man natürlich viel Leidensdruck für Patienten und auch für den Chirurgen. Das ist einerseits richtig, wie Sie das sagen, selbstverständlich, andererseits wieder nicht ganz so richtig, weil wenn man die Aussage jetzt komplett so stehen lassen würde, würde man nicht immer darüber diskutieren, wie Sie selber sagen, ob Patellaersatz gemacht werden sollte oder ohne Patellaersatz operiert wird. Das ist so ein bisschen länderkonform, in Amerika mehr mit Patellaersatz, in Europa weniger. Also man hat auch genug Patienten, die leider mit Patellaersatz auch Probleme haben. Aber den zweiten Satz kann ich absolut bestätigen, wenn die Patienten Probleme haben und man kann alles andere ausschließen und der vordere Knieschmerz ist da eindeutig da, kann man als Revisionsmöglichkeit nach einer entsprechenden Aufklärung unter dem, was ich vorhin gesagt habe, dass das auch keine Garantie ist, was Sie auch sagen, kann man das als Revisionsmöglichkeit mit einschließen. Richtig, vollkommen richtig. Dankeschön. Ja, vielleicht noch eine kurze Frage noch dazu, ja. Wegen Knieendoprothetik, eine technische Frage. Wie stellen Sie die Beinlänge eigentlich jetzt fest? Also das Problem ist natürlich immer, klar, wir wissen, bei liegenden Patienten auf Rückenlage ist einfacher. Gut, absolut kann man sowieso nicht, aber kann man zumindest beinahe ausgleichen. Bei Seitenlage ist immer eine Schwierigkeit. Wie stellen Sie das vor? Ja, das bei der Hüftprothetik, meinten Sie. Ja. Ja, die Frage wird mir immer gestellt, auch bei den Audits von Kliniken, die in Rückenlage operieren. Wie machen Sie das überhaupt in Herne? Das ist... Man kann den Patienten auch in der Seitenlage jetzt trotzdem hinlegen und die Beine vergleichen. Natürlich nicht so gut, das ist vollkommen richtig wie in der Rückenlage. Ja, aber man hat die Erfahrung des Operateurs mit der Einschlagtiefe, ja, und mit der Ebene, wo die Osteotomie am Schenkelhals gemacht wird. Das ist natürlich das Entscheidende, ja, die Ebene von der Osteotomie des Schenkelhals mit der Einschlagtiefe der Prothese. Aber das ist immer ein Kritikpunkt, den sofort Kliniken, die in Rückenlage operieren, an Kliniken in Seitenlagen das eben bringen. Ja, dafür hat die Seitenlage wieder ein bisschen bessere Vorteile. Wenn ich da mal zugeguckt habe in Kliniken, da fand ich die Seitenlage weiterhin besser. Danke. Ja, nur bitte jetzt bei dem Beinausgleich.
da sollte man bitte sagen, dass auch andere Sachen zu berücksichtigen sind. Oder es geht nicht, dass jeder Patient erwartet, dass die Beine gleich werden. Beziehungsweise sind auch andere Probleme zu berücksichtigen. Es kann sein, dass man die eine Seite macht, Verschleiß hat auf der anderen Seite. Das wäre eine Katastrophe, wenn man das hätte hinkriegen können und das gemacht hätte. Dann hat man einen Fehler gemacht, weil man nach einem Jahr die andere Seite operieren muss. Und im Vordergrund steht immer die Stabilität des Gelenkes und nicht unbedingt der Beinausgleich, obwohl das ideal wäre, wenn wir immer den Beinausgleich oder die ausgeglichene Beine so hinkriegen würden. Das ist nicht immer hinzubekommen. Man kann das technisch hinbekommen, aber dann hat man andere Nachteile. Nein, das ist nicht das primäre Ziel. Ja. Nein, die Aufklärung des Patienten steht am Anfang. Und wie gesagt, das eine ist ein technisches Problem, wo wir beide uns jetzt gerade unterhalten haben und alle. Und der Professor weist vollkommen richtig hin. Es geht ja erstmal zu überlegen, was wollen wir erreichen. Hier vorne war noch eine Frage. Ja. Bei Gelenkprothese-Lockerung, bei Verdacht auf Gelenkprothese-Lockerung, welche diagnostische Maßnahmen machen Sie zum Sicherung der Diagnose? Zum Sicherung der Diagnose machen wir wirklich erstmal ein normales nativradiologisches Röntgenbild. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Danach ist absolutes Kümmern angesagt, dass wir alte Bilder zum Vergleich kriegen. Das ist gar nicht so einfach. Und wir sollten nicht direkt an dem ersten Bild jetzt die Aussage treffen, sondern die Historie des Patienten, das klang gerade auch an, muss aufgearbeitet werden. Alte Bilder zum Vergleich. Das ist von der Diagnostik her. Dann kann man über eine Skelettszintigraphie weiterhin nach wie vor diskutieren. In der letzten Zeit wird das von der Sensitivität immer schlechter in der Literatur beurteilt. Die Computertomographie gewinnt dafür ein bisschen mehr an Aufschwung für den Nachweis einer Lockerung. Das sind die apparativen Diagnostik. Und dann die klinischen Pumpphänomene bei einer Hüftendoprothetik, die kommen auch dazu. Das ist die Diagnostik. Und bevor man dann operiert, dann kann man weiter überlegen, muss man einen Low-Grade-Infekt, also aus juristischen Gründen auch ausschließen oder nicht, muss man eine Punktion machen. Da kann ich Ihnen soweit sagen, eine Punktion bei jeder Wechseloperation, vor einer Operation, muss heutzutage nicht mehr sein. Wenn man ein Konzept erarbeitet hat und das nachweisen kann, eine Punktion grundsätzlich vor einer Operation muss nicht mehr sein. Ja, ja hier. Wagen Sie es, eine empirische antibiotische Therapie mit einem Breitspektrum-Antibiotikum zu versuchen oder gehen Sie sofort dran an diese Infektion? Ja, das muss ich sagen, die Frage kann man jetzt leider, ich verstehe absolut die Frage, aber ich glaube, die Frage kann man jetzt nicht so hier vor dem Auditorium eine richtige, konkrete Aussage geben. Das würde ich immer individuell von der Situation, von dem Gesamtbild, von den Laborparametern, von dem klinischen Zustand des Patienten abhängig machen, von wie lange die Prothese drin ist. Da würde ich mich jetzt weigern, eine generelle Antwort. Ist, glaube ich, eine generelle Antwort zu schwierig, aber ich weiß, worum es geht. Man kann das überlegen, aber eine generelle Antwort würde ich hier nicht geben. Ja, ich habe eine Frage als Physiotherapeut. Ich habe mich gewundert bei der Hüftoperation, dass die Kapsel ganz großzügig entfernt wurde und ich habe nicht mitgekriegt, dass in irgendeiner Form ein Versuch bestand, da wieder was zu reparieren. Da wird einfach die Faszie zugenäht und das war es dann. Darüber habe ich mich gewundert und ich frage, ist das auch bei Kniegelenken so und was? Eckart, da kannst du mal antworten. Wie entwickelt sich das? Nein, das beim Kniegelenk ist das überhaupt nicht machbar. Da muss natürlich die Kapsel verschlossen werden, weil das sonst zum Scheitern verurteilt wäre. Das ist aber auch überhaupt nicht vergleichbar. Beim Kniegelenk hat man die Möglichkeit, wenn man sieht, dass das nötig ist, das Gelenk vollständig zu synovektomieren und trotzdem die Kapsel sehr gut zu verschließen. Ja. Kniegelenk ist einer der Gründe, warum Kniegelenk ein bisschen schwieriger ist, ist, dass das ein sehr voluminöses Implantat ist mit einer sehr schwachen Weichteildeckung. Das ist bei der Hüfte ganz anders. Da hat man jede Menge Schichten drüber und jede Menge Muskulatur drüber, die gut durchblutet ist. Beim Knie hat man ja eigentlich nur die Gelenkkapsel und dann, naja, die Haut und bei dem einen oder anderen mehr oder weniger Speck da noch, ne? Subkutanes Fettgewebe.
Und bei der Hüftprothetik ist das auch nach wie vor eine sehr umstrittene Geschichte. Soll man kapselektomieren oder soll man nicht kapselektomieren? Es gibt Leute, die sagen, okay, das hat Vorteile für die Stabilität, wenn man die Kapsel wieder vernäht. Andere sagen, die entzündete Kapsel ist Teil der Erkrankung und der Hüftschmerzen, die muss weg. Ja, das wird also durchaus kontrovers besprochen. Also bisher noch keine endgültige Entscheidung. Noch ein oder zwei Fragen, glaube ich, von der Zeit. Ja, hier hinten links. Ich hätte auch noch mal eine physiotherapeutische Frage, und zwar die Kontraindikation nach Hüft- und Knietepf. Für was für eine lange Zeit besteht die und welche Kontraindikationen bestehen da? Außerdem würde ich gerne noch wissen, welches Bewegungsausmaß man bei Hüft- und Knietepps der Auflangzeit erwarten kann. Also Kontraindikation wäre die nächste Frage nämlich schon gewesen. Welche meinen Sie denn? Die Literatur gibt vieles her. Ja, also ich habe es auch noch gelernt, Rotation um Gottes Willen bloß nicht, übermäßige Extension ganz sein lassen. Aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, jeder Patient, der einigermaßen mobil auf dem Flur ist, hat bei jedem Schritt eine Rotation. Jede Bewegung auf der Toilette ist eine Rotation. Bitte sehr, man sollte immer realistisch bleiben. Dass man Rotationsbewegungen nicht explizit beübt, das ist in Ordnung. Aber den Patienten solche Bewegungen zu verbieten, ist völliger Mumpitz. Also nehmen Sie bitte ein Mikrofon kurz. Nehmen Sie bitte das Mikrofon.